So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu FIFA 19. The Journey Champions. Mit mir und Kim Hunter. Beziehungsweise als Kim Hunter im Spiel Italien versus USA. Ne? Das ist zumindest jetzt unser nächster Gegner. Ne? Ich würde sagen, wir spielen wieder als, ja, als Duo. Das Duo sollte uns weiter stärken können. Erstes Dingsspiel, ne? WM-Spiel müsste das dann sein. Juventus. Ich tippe mal, das sollte ja eigentlich unser erstes WM-Spiel sein dann. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Nee, Franz Hofmann begrüßen Freundschaftsspiel. Sie zu diesem Frauenländerspiel, auf das wir natürlich gespannt sind, Wolf, und damit auch ein Hallo nach Hause von mir. Ein Länderspiel, also ein Heute also Italien gegen die Freundschaftsspiel. US-Amerikanerinnen. Bei Regen. Wir nähern uns dem Anpfiff, aber jetzt hören wir zunächst die Nationalhymnen von Italien und den Vereinigten Staaten. Eindeutig Italien. Bei Regen im kurzen, ich sag mal, kurzärmlichen Und jetzt Trikot die da zu Aufstellung spielen, der Italienerinnen das eingeblendet. muss doch echt Klassisch sieht das aus in ihrer krankheitsfördernd sein. Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2, bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Die Chance! So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Ja, erstmal schön Breakdance hinlegen hier. Der Abschluss hier natürlich kein Problem. Nee, aus der Distanz nun wirklich nicht. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Mauro. Klasse Aktion, Ball ist weg. So, einmal rüber zu Kim. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Kim Hunter. Guter Na. Abschluss, aber auch gut gehalten. Sie hat ja schon getroffen, ist aber weiter heiß auf Tore. Guter Auftritt. So, Ecke kommt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Jetzt die USA mit dem Einwurf. Crystal Dunn. Under. Gute Chance jetzt. So. Kim Under mit dem Tor. Na bitte. Zack. Der erste Treffer hat sie wohl beflügelt. Und das hier ist schon der zweite. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Und jetzt die Chance. Oh, diesen Ball Oh. hat sie sicher. Gute Aktion. Schade. Schwache Aktion, Ballverlust. Morgan. Jetzt vielleicht. Kim Hunter. Das ist der Treffer. Wie macht Sie sie ist den da heute rein? einfach nicht zu halten. Logische Konsequenz, ihr dritter Treffer in dieser Partie. Wie geht der denn rein?
Und mit Wenn man diesem guckt, Treffer hat sie gepasst, den gepasst, gepasst, überragende bump, Leistung. Sie bekommen und dann hier einfach vom Fuß sozusagen des Torwarts noch ab, oder der Torwärtin noch ab, gefälscht sozusagen. Rapino. Kim Hunter. Alex Morgan jetzt. Und jetzt die Chance. Ah, doch ein paar Meter gefehlt. Da war ich nicht geduldig genug, sagen wir es mal so. Hunter. Hunter. Alex Morgan. Jetzt gefährt, da kommt der Schuss. Wahnsinn, oh, gehalten! Das war gar nicht Alex Morgan. Das war richtig schwer. Was für eine Parade! Da kommt die Ecke. Und die Situation ist wieder bereinigt. Kim Hunter. Schuss! Oh! Das nenne ich mal ein guter Schuss. Und da trifft sie mit ihrem schwächeren Fuß. Sie ist technisch so stark, dass es eben auch mit dem vermeintlich schwächeren geht. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Und Alex Morgan. Stark gemacht, das könnte was werden. Da kommt der Schuss. Phänomenal, ohne Worte. Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, aber egal, Hauptsache der Ball passt. Passt. Sie dominieren die Partie nach Belieben. Sitzt, und das passt und hat Luft. Spielstand aus. So. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. So. Kim Hunter mit dem Ball. Da ist sie durch. Und jetzt ein Schuss. Oh, das war super Timing. Ja, gibt Ecke. Da rücken die Mitspielerinnen mit auf. Und nun ein Schuss. Kim Hunter trifft. Wop, wop. Macht die Robbe, Robbe. Oh Gott. Der Abschluss hier, natürlich kein Problem. Nee, aus der Distanz nun wirklich nicht. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Girelli. Gute Aktion. Kim Hunter. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Das könnte die Gelegenheit geben. Schussversuch. Tor Kim Hunter. Ja, klar. Ein bisschen Breakdancen. Alles klar. Hier natürlich kein Problem. Nee, aus der Distanz nun wirklich nicht. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Bartoli. Bonansea. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Fairer Einsatz hier. Lloyd. Morgan. Hunter. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Unglaublich. Daneben. Was war das denn? Hat ja gar nichts. Ja, ja. Laber mal später. So. 10. Saisontor. Das ist gut. Komm. Die zweite Bom. Hälfte läuft und sie gehen mit einer beruhigenden Führung in die zweiten 45 Minuten. Ja, vor allen Dingen, weil... Die Chance jetzt. Geht er rein? Ah. Das macht sie gut. Sie kann den Ball sogar festhalten. Und damit sind sie am Ball. Ander. Da kommt der Schuss. Und so. Tor.
Na bitte. Kurze Distanz, das war dann nicht allzu schwierig. Tor von Kim Hunter. Da hat alles gestimmt. Yep. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Mhm. Das ist auf jeden Fall durch. Kim Hunter. Und jetzt könnte sie hier die Chance bekommen. Tor durch Kim Hunter. Platsch. Wupp, wupp, wupp. Und schwimmen. Den musst du erstmal so machen. Schlenzer in den Winkel, perfekter Abschluss. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Ballverlust. Jetzt vielleicht. Bob. Wir waren da mit dem Tor. Der Abschluss hier natürlich kein Problem. Nee, aus der Distanz nun wirklich nicht. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Der Ballverlust, keine gute Aktion. So. Einfach mal ein bisschen, ne? Kim Hunter jetzt. Trick spielen mäßig. Und jetzt die Chance. Hopp. Vor allem mit einem Steilpass zu der Zerboni oder wie die heißt und dann rein. Der Abschluss hier natürlich kein Problem. Nee, aus der Distanz nun wirklich nicht. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Und da ist der Ball wieder weg. Und jetzt wird es gleich einen Wechsel geben. Ja, die wollen noch mal was versuchen. Oh. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Hunter. Jetzt vielleicht. Oh, nächste Tor. Besser geht's nicht als bei diesem Abschluss mit Power und trotzdem präzise in die untere Ecke. Klasse. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Heute sind sie eine Nummer zu groß für den Gegner. Was anderes kann man nach dem Spielverlauf eigentlich nicht sagen. Nee, dazu war es ganz klar zu eindeutig. Sie haben sich hier keine Blöße gegeben. Ups. Und das gibt Abstoß. Ich wollte eigentlich zu einer Kollegin flanken, so hoch rüber flanken, aber geht von der Seite wohl besser als von der Mitte. Sauber vom Ball getrennt hier. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Und nun ein Schuss. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Der Ball war abgefälscht, also gibt's Ecke. Jetzt der Eckball. Hab zu lange mit dem Wechsel. Und jetzt läuft die Uhr natürlich für sie. Sie waren gut im Spiel, führen sicher und werden das Ding hier nach Hause schaukeln. Und jetzt die Chance. Der wäre gefährlich geworden, aber sie blockt ihn ab. Gut geklärt, das war wichtig. Und raus. Jetzt die USA mit dem Einwurf. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Jetzt vielleicht. Ja, ah, da fehlte einiges. Schade. Zum Torerfolg. Na. Na. Na komm. Ab. Und. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Das ist Kim Hunter. Achtung! Und jetzt ein Schuss! Oh. Schade. 3 Minuten sind's noch. Plus Nachspielzeit.
Alex Morgan jetzt. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Klasse Aktion, Ball ist weg. Herzkopf. Und gewonnen. Ein gelungener Test war das, zumindest für den heutigen Sieger. Denn der hat beweisen können, dass er offensiv doch das ein oder andere zu bieten hat. 9 Tore. Für die unterlegene Elf bleibt dann nur die Erkenntnis, dass man derzeit mit einem solchen Gegner nicht mithalten kann. Naja, was soll man erwarten von einem Land, wo Corona herrscht? So. So, schauen wir mal. Ja, wie gesagt, Kim Hunter ist gut mittig. Und Partnerschaftswertung haben wir voll. Das ist super. Das heißt, ab nächsten Spiel können wir auch wieder voll das Team benutzen, nicht nur die Dings. 5 Attribute. Eieiei. Ja, dann wird's ja spaßig mal Zeit hier, ne? Komm, faire Zweikämpfe. Kurzpässe. Hier holen wir uns dann, warte mal, welche auf Kopfballgenauigkeit. Machen wir mal Tempo. Beschleunigung, das oder das. Ich würde sagen Beschleunigung hier, ne, dass wir straight runtergehen erstmal. So, weiter. Und sie fliegt zurück. Ich schätze mal, sie ist einmal nach Europa, um Alex zu besuchen und halt Dings zu machen. Und halt das Spiel zu machen und dann einfach wieder zurück. Ne? Das, hier, das Training mit den Ladies auf dem Trainingsgelände von Real Madrid war super. Kim Hunter, Real Kim Hunter, bedank dich von mir bei deinem Bruder, Mr. Alex Hunter. Ist auch geil. Ne? Es ist. Ah, ja. So, wir gucken noch mal schnell hier kurz rein. Ne? Mhm. Yoga-Shirt, okay. Ja, guck mal. Hier noch mal schön so eine blaue Jeansjacke. Bei ihr lasse ich tatsächlich auch die Jeansjacke, wie bei Danny mit dem Hoodie und Dings mit den T-Shirts. Weil, ja, T-Shirts sind es ja, ne? Damit wir da auch ein bisschen den Stil wahren. Bei den dreien. So, Haare. Ja, sonnengeküsst. Ach du Scheiße. Nee. Was haben wir denn an Schuhe? Die. Scheint die und die. Ja, nehmen wir die mal. Einfach so Lust und Laune mäßig. Okay, aber ich würde sagen, damit beende ich auch erstmal diese Folge. In der nächsten Folge werden wir dann umswitchen, weil es wird da empfohlen. Und mal schauen, was uns dann in der nächsten Folge erwarten wird. Also dementsprechend, tschüss, ciao, euer Lovers Gissan. See ya. You'll be my Einstein, my new